Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kannst ja auch einen Podcast erholen. Also, ja. So, Kommunikation, mein Podcast heute mit Marc Weise, wo ich sehr weise, habe ich weise gesagt? Du bist aber sehr weise von dir. Weise. Er ist der beste Zauberer auf der Welt, du wurdest Weltmeister. Ich bin Weltmeister der Zauberkunst. Ja, aber in einer Kategorie. Ja, in einer Sparte. Genau, das ist wie beim Boxkampf. Es gibt Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht. Und ich bin halt Parler, das ist Bühnenzauberkunst, vor 500 Gästen. Und da bin ich in Korea, habe ich mich gegen 150 Leute durchgesetzt. In Korea? Ja. Wie perfekt ist dein Koreanisch? Ayong haseyo, nanan mal, guck mal, Hande da. Ja, so höre ich mich an, wenn ich rückwärts spreche. Prost! Also, ich habe gerade auf Koreanisch deine Mutter beleidigt. Nein, das ist... das. Und jetzt verstanden. Also das war mein Opening und ich habe damit gesagt, guten Abend, ich spreche leider kein Wort Koreanisch. Ja. Damit habe ich die Weltmeisterschaftsnummer quasi gestartet. Ja, seitdem ist das Land auch getrennt. Ja, So, was man als Hintergrundinformation haben müsste, wir beide haben uns, wir sind schon mal zusammen aufgetreten. Stimmt. Dann verging viel Zeit, viel Wasser ist den Rhein runtergeflossen, bis wir dann auf der AIDA dieses Jahr wieder zusammen aufgetreten sind. Und man muss sagen, wir waren, glaube ich, auch die Einzigen, die das Schiff nie verlassen haben. Wir waren drei Wochen am Stück da. Die ganzen erfolgreichen Künstler haben immer gesagt, ich muss morgen nach Mailand fliegen. Ich habe noch mal hier eine Modenschau und wir sind einfach da geblieben. Ben Zucker war da, der immer nur ganz kurz und so, und ich habe immer noch ein Mikrofon vom Piloten hier drin. Stefanie Heinzmann war da, was richtig geil war. Sehr geil. Bonnie M. Die waren auch drei Wochen da. Die waren auch mit... Aber nur, weil die nicht so schnell runterkamen. Ja. Und die Sängerin ist schon, wir haben dann jetzt neue Sängerinnen dabei, die durchaus beachtlich vom Aussehen waren. Ja, die waren freundlich, privat. Also wie Bode M. früher auch aussah, so sahen die jetzt aus. Und sie hat vorne gesungen. Und ihr, der da immer getanzt hat, ist ja leider verstorben. Aber ihr Mann macht jetzt die Musik. Percussions und Drums, das war das ohne geilste. Taktgefühl, aber hieß auch Markus. Und man durfte einmal in der Woche von Schiff runter, ein bisschen rumschwimmen, nein. Ich war in Kiel und dann sehe ich Kult, eine Zeitschrift und da war Bode M drauf. Und ich kaufe die. Stimmt. Und zeig denen das. Stimmt. Die kamen gar nicht mehr mit der Freude nach, wirklich. Ja, ich sage, kannst du mir das unterschreiben? Das habe ich zu Hause liegen. Die Marci hat das unterschrieben. Super geil. Die hat nur gesagt, Stim! Und die sind immer noch vorne mit drauf und die haben das so gefeiert, dass die da drauf waren. Ja. Und der Manager, ich kannte ihn auch, hat immer gesagt, ja, die wollen Ruhe haben. Scheiße, die wollten feiern. Ja, die wollten feiern. Die wollten Whisky, die haben Whisky nachgeordert. Ja. Das war, also ich weiß nicht, was die anderen im Technical Rider drinstehen hatten, aber ich kenne das vor Zauberauftritten so, dass ich mich tendenziell nicht komplett besaufe, damit ich noch einen Kartentrick hinbekomme. Deswegen zauber ich auch nicht. Also, aber was da für Bottiche standen Backstage, was da, also... Es war auf Kanal 8, sag ich, war auf Station 8. Man durfte wirklich nur als Künstler da rein, aber da war ja alles. Ja. Da waren Laptops, ist das der Plural? Laptops, ja. Und du hättest hier jederzeit einen mitnehmen können. Whirlpool, Frauen, alles. Hör mal, war von einer Firma und die haben dann die Leute eingeladen und unten konntest du runtergucken, dann waren die nackt im Whirlpool. Und nicht Bonne M. Menschen, die wir nicht kannten, aber wir haben dann auf dem Zimmer immer diese Smarties liegen gehabt auf dem Kissen. Und dann haben wir versucht, Ritzen zu treffen. Hör mal, wir haben in die Dinger reingeschmissen. Dann war 8 Stationen unten. Und hat gesagt, das klappt nicht. Und auf einmal, scheiße. Und alle zurück. Das war ein legendärer Trip. Kannst du dich noch an unseren ersten Showabend erinnern, wo ich mir eine Dame nach oben geholt habe? Und die war völlig betrunken. Die war voll wie ein Eimer. Ja. Ich habe eigentlich auf eine Dame in der ersten Reihe gestikuliert. Und die kam. Hey, würdest du mir helfen wollen? Aber die kam nicht, sondern die Konstanze dahinter hat sich angesprochen gefühlt. Sie so, ja, ich habe Zeit. Und
Und kam dann. Klettert die auf die Bühne. Und dann klettert die und die wog 100 Kilo, über 100. Und hielt sich an mir fest und machte erstmal so eine Schildkröte auf der Bühne. Erstmal so auf dem Rücken, dreht sich da, macht doch so eine halbe Breakdance-Einlage. Ich versuch sie da hochzuziehen, also versuch sie hochzuwuchten. Und das erste, was mir eingefallen ist, war geil, erstmal flachgelegt. Ja. Aber jeder dachte, gehört zum Programm. Ja, die dachte alle, die war eingekauft. Ich wurde wochenlang auf diese Dame angesprochen. Wann kommt Konstanze wieder? Die war ja fantastisch. Nein, es war. Es war so schön. Es war so geil. War echt. Und die Nummer, den Trick, den ich gezeigt habe, war ein Trick mit einem Ei und einem Beutel. Und ja, genau. Ja. Und es war nochmal die Prämisse des Tricks, dass das Ei im Beutel verschwunden ist und erschienen ist. Also habe ich ganz oft gefragt, Konstanze, kannst du mein Ei spüren? Also kannst du. Ja, und das hat sie halt ausgekostet bis zum Gehtnichtmehr. Sie so, ja klar kann ich das spüren. Ja. Und ich habe den Trick hinterher verstanden, nachdem du mir. Aber das sind auch so kleine Tricks, die darf man als Zauberer zeigen. Du darfst halt aber das Glas hat dich überrascht, ne? Das Glas hat dich überrascht. Und ich sage, ja, der hat das so und so. Auf einmal holt er ein Glas heraus und ich so zu Jackie, die Drecksau. Hey, nicht kommen sehen. Ich wollte jeden Trick erklären und dann und holt ein Glas da. Drecksau. Du stehst daneben. Du guckst ihm überall zu. Du weißt ganz genau, ja, der verarscht. Ja. Kannst du dich noch hier an ja, ich pass auf, ich hab was mitgebracht, so als Flashback vielleicht zum Schiff, weil den Trick habe ich auch da gemacht, hier mit diesem Cube. Kennt ihr alle, ne? Vor allem ist sehr geil, das ist ein Podcast. Ja. Leute hören jetzt, ich sage euch jetzt einen Zaubertrick. Guck mal, wie die Münze verschwindet. Es ist hört ihr das? Ein Rubin-Zauberwürfel. Genau. Und viele kennen das er ja. Er dreht jetzt den Zauberwürfel. Kann das auch hier akustisch hörbar machen, dass man das mitkriegt. Dass ich er macht es jetzt akustisch hörbar. Ja. Ich habe das geübt zu Hause, weil ich keine Freunde habe. Mit einer Hand in unter 5 Sekunden blind. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also der Trick ist neu, deswegen eigentlich schaffe ich das, dass ich ihn herhole und dann ist er gelöst. Aber wie gesagt, das ist schwierig. Aber Markus, wenn du den mal, wenn du einfach mal verdrehst, ne, weil es könnte ja heißen, dass ich einfach das lange geübt habe und so, wenn du den verdrehst, dann ist es gleich richtig. Also für alle, die es jetzt nur hören, zu Hause, Markus verdreht gerade den Würfel. Er dreht am Rad, wenn man so möchte. Ich will unbedingt weiß und blau zusammen machen. Scheiße, Augsburg. Tup dich aus. Ich habe 3 rote hintereinander. Ja, so. Perfekt. 3 Cherries. Ja. Okay, und Markus, kennst du einen guten Zauberspruch? Ja, hey. Hey. Nein, ich würde tatsächlich sagen, Würfel, zeig uns die Wahrheit. Geil, weil das hat, also den hatte ich wirklich noch nicht. Nee, ich habe gezaubert. Und unter erschwerten Bedingungen packe ich jetzt deinen verdrehten Würfel in diese Papiertüte, weil das macht es blind noch schwieriger. Hört sich an wie ein Jean-Paul Belmondo mit dem verdrehten Würfel. Na dann, hey. Und schon kommt der Würfel komplett gelöst wieder aus der Tüte raus. Ja, jeder denkt, er muss ja den anderen da drin haben. Dafür hasse ich ihn. Das ist Quatsch, weil der wird ja jetzt rausfallen, logischerweise, wegen der Schwerkraft. Merkst du, ihn habe ich überzeugt. Ja. Er war so, stimmt, der müsste rausfallen, hat er recht. Ja. Kann einer hier den Trick erklären? Ich erkläre eben mal für die Zuschauer bei der WZ. Pass auf. Er hat einen verdrehten Würfel in eine Tüte getan, hat einen komplett überholten Würfel, der alle Farben an der richtigen Seite hat, wieder rausgeholt und die Tüte ist danach leer. Ja, also jetzt, ich guck auch nochmal rein, ist wirklich leer. Ja, und es gibt auch keine doppelte Wand. Nein, oder also das ist eben eine ich Tüte. Ich muss das vielleicht kurz, ja, also es ist ein zweiter Würfel drin, aber der ist natürlich auch gelöst und das ist der Part, den ich nicht checke an dem Trick. Das ist man das, muss das ihn ist, hassen. Das ist das, was... Keine Ahnung. Das kotzt mich an. Hi. Na? Hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Bringt er den Würfel rein? Wir haben uns gerade alle vorgestellt. Ich bin Marc. Ich bin Boris. Muss man sich vorstellen. Er gehört übrigens nicht dazu. Das ist meine Ablenkung, damit niemand sieht, wie der Tiger hinten reingetragen aber wird. Aber was er nicht kann, pass auf, der Kaplan klebt ein paar Plakate an die Wand, sagt das. Die Plakate an die Wand. Der Kaplan klebt ein paar Plakate an die Wand. Der Plakable plakert ja an die Wand. Merkst du was? Dass ich zu wenig getrunken habe anscheinend. Der Kaplan klebt ein paar Plakate an die Wand. Ist es der Papagei, klebt Plakate an die Wand? Der Kaplan klebt ein paar Plakate an die Wand. Das kann keiner. Okay. Aber ganz im Ernst kann da keiner. Okay. In der Schwierigkeit, der Kaplan klebt ein paar Plakate an die Wand, kann keiner. Versuche nochmal. Der Kaplan klebt Plakate an die Wand. Ja, ja. So. Zauberei. Aber wenn...
Glaub mir, er spricht das innerlich vor. Das, aber das klingt. Das klingt, als ob du ein Band vorspulst oder so. Es ist so schwer, aber ja. Ich bin dann total stolz auf mich, dass ich das kann. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Muss ich sagen. Aber wenn du jetzt hingehst, du gehst jetzt zum Beispiel, ich hab irgendwann, man hat ja mal gesagt, so, ich finde oft Geld in der Hose, leider halten die Leute nicht still. Ja. Aber du kannst ja Menschen beklauen, ohne dass sie mitkriegen. Das stimmt. Also, ja. Ich hab extra. Möchtest du dein Portemonnaie wieder haben? Jetzt schon? Oder? Nee, ich hab da. Also hast du die Tasche. Nein, aber es ist ja so, du könntest da theoretisch. Warum machst du nicht Geld damit? Ich habe das mal gemacht. Wir haben für Kabel 1 und RTL so Sachen gemacht. Die fragen immer zur Weihnachtszeit an, ob ich mit denen auf den Weihnachtsmarkt gehe und Leute beklaue. Und anfangs dachte ich so, oh, fühle ich mich unwohl mit. Dann haben die gesagt, es gibt Geld. Ich so, ja, okay, mache ich. Je nachdem, was du findest. Und dann sind wir halt wirklich auf Leute zu. Und das ist wirklich unangenehm, wenn du halt in diese Privatsphäre von mir anders also eindringst. Ne? Ja. Und ich bin dann wirklich einfach an die Ärsche gegriffen, ne, klar. Und die Portemonnaies rausgeklaut, ich habe Uhren geklaut. Also nur Männer. Uhren geht sogar relativ live, würde man gar nicht meinen. Aber ich habe ziemlich viel geklaut. Brauchst du beide Hände? Der Kollege hat immer beide Hände gebraucht. Der hat die immer so festgehalten und hat mit dem Daumen irgendwie. Ja, genau. Ich brauch auch beide Hände. Ja, ja. Ich sag nur, ich bin. Alter, der ist schon weggezogen. Und dann hat man natürlich dann nachher die Gegenstände. Und dann haben wir die Sachen natürlich nachher wiedergegeben. Ne? Der wohnt jetzt in der Schweiz. Also. Aber nein, aber ihr habt ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie selber. Genau, dass sie sich davor schützen sollen. Ne? Ja. Aber ich dachte auch immer so, was ist, wenn man das versteckte Kamerateam eben nicht sofort sieht oder jemand mitkriegt, wie ich gerade bei jemandem anders rumfummel. Also verstehen die Spaß-Syndrom im Endeffekt. Ja, genau, weil also wenn ich halt dabei auffalle, wie ich jemand in die Tasche greife, dann kriege ich halt einen so auf die Fresse. Ne? Also kann halt passieren. Aber auch eine Sondersendung ist dann. Das könnte halt durchaus passieren. So. Und das war halt irgendwie immer diese Diskrepanz, diese Schwierigkeit. Aber du würdest dir doch selbst für so einen Trick den aussuchen, bei dem du das machst. Du holst dir doch nicht Karl-Heinz mit 2,20, so eine Kante, und denkst so, ach, bei dem versuche ich mein Portemonnaie zu klauen. Ja und nein, weil du bist ja auch ein Showmensch und du weißt genau wie ich, wenn ich es schaffe, dem muskulösen Türsteher das Portemonnaie zu klauen, dann ist nachher der Reveal vor der Kamera noch stärker und die Leute feiern das noch mehr zu Hause, weil die sagen, guck mal, der kleine blonde Junge hat die breite Kante da bestohlen. Und wer weiß, was der da drin hat. Und plötzlich bist du im FBI-Fall. Und ich habe einmal, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf, aber ich war... Das hört ja keiner zu. Ich war öfter abends in Clubs und als ich angefangen habe zu zaubern, bin ich immer mit Kartentricks zu den Mädels, um damit Handynummern aufzureißen, weil ich dachte natürlich so, hey, ich kann Kartentricks, das kommt doch mega an bei den Frauen, denkt man. Ne? Ja. Da habe ich einen Kartentrick gezeigt und die Reaktion der Frau war immer so, und du läufst den ganzen Abend mit einem Kartenspiel in der Tasche rum? Das war so, du hast... Weißt du, welcher Kartentrick klappt bei Frauen? Welcher? Wenn du eine Hotelzimmerkarte hast für ganz oben. Stimmt, auf dem Schiff, ne? Ja, das war sehr erfolgreich, das stimmt. Bei dir auch. Das ist der einzige Trick, der bei Kartentricks wirklich funktioniert. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte an einem Abend ganz gut was getrunken und habe den Türsteher vorne beklaut. Ja. Also die haben uns ja gefilzt, ob wir was Geheimes mit in den Club reinbringen und während der mich gefilzt hat, habe ich ihn gefilzt. Und du hattest eine lange Taschenlampe dann? Nee, ich hatte dann, weiß ich nicht, der hatte so eine Packung Zigaretten und irgendwas anderes. Also es war nichts Wertvolles, aber das war wie so ein Automatismus. Er langt mir in die Taschen, um mich abzutasten und meine Hände automatisch so in seine. Ja. Und dann ging ich halt durch und hatte einfach geklautes Gut von dem Türsteher. Und ich konnte sie mir ja auch nicht zurückgeben, weil dann wäre ich hier rausgeflogen. Also passiert dir das zwischendurch mal, ohne dass du es willst, dass du jemandem was klaust? Also nee. So eine unbewusste Krankheit, die man auch... Klaustrophobie denn? Klar. Stehst du nicht morgens auf und denkst so, jetzt klaue ich mir erstmal die Bettdecke und steh auf? Nee, ich klaue den Leuten nur den Verstand. Ja. Aber ich du bist in einer Beziehung. Ja. Und wenn du neben ihr liegst, da hast du nicht das Gefühl, du müsstest mal da wegklauen? Ich. Ohne dass was passiert, weil ihr euch ja erst kurzem kennt. Ja, gut. Und sie wundert sich, dass sie nackt aufwacht. Also mein längster Trick, Zaubertrick, dauert 9 Monate. Habe ich ihr letztens. habe ich ihr gezeigt. Ich habe jetzt eine Tochter, die ist ein Jahr alt. Und dann lief sie erfolgreich. Ja. Das Geile war aber viel mehr die Geburt. Aber ich glaube, der Chirurg war hinterher, der hat noch eine bessere Nummer drauf gehabt, dann rauszuholen. Also man kennt das ja, ne? Bei der Geburt, wir Männer haben ja die ehrenvolle Aufgabe, die Nabelschnur durchzuschneiden. Als ob ich dabei wäre. Das wird ja.
Aber du kennst es ja, ne? Ich weiß ja, ich wurde noch nie wirklich Direktvater. Ich habe immer nur Kinder unterstützt. Aber du kennst das Prinzip des der das Geburt. Das Prinzip des Gebären kenne ich. Ja. Ich habe einen Kollegen, der sieht immer noch jung aus. Der hat ein Profilbild immer noch ihr Ultraschall. Und so als Perso. Ja. Nein, aber ich sehe, da ist meine angedachte, geliebte Frau, die jetzt nicht gute Laune hat. Sie schreit, ihr tut irgendwas weh. Ja. Und dann geht es nicht um Orangensaft, aber man hört Pressen. Und ich denke mir nur, A, will ich jetzt nicht in diesem Raum sein, B, will ich das grüne Zeug nicht anhaben, C, will ich kein Fleisch durchschneiden, weil ich nicht hinterher esse. Heißt also, wäre ich dafür nicht gedacht, nee, ich könnte das nicht gucken. Wenn ich sehe, welche Qualen, ich sage, hol das Kind raus, sonst holst du nie wieder was raus. Ja, ich meine, das war eine Wahnsinns. Du warst wirklich dabei, wie lange hat es gedauert? Also, 3 Tage lang. Es war eine sehr beschwerliche Geburt, ganz, ganz, ganz ehrlich gesagt. Und du als Zauberer lässt sie 3 Tage da liegen. Also. Man muss fairerweise sagen, es war in Berlin. Also wir haben 2 Tage für einen Parkplatz gesucht. Ja. Und die eigentliche Geburt ging dann einen Tag. Ja. Aber es gab diesen Moment und ich wusste, es kommt darauf hinaus, dass ich gefragt würde, die Nabelschnur durchzuschneiden. Ja. Und ich wollte das unbedingt machen. Ein Junge oder Mädchen? Ein Mädchen. Okay, beim Jungen kannst du Fehler machen. Dann Und ich fand das halt super, super besonders. Ne? Aber in meinem Kopf, was halt so abging, als mir die Nabelschnur gereicht wurde, war, es gibt so einen Seiltrick, wo du das Seil durchschneidest und dann wieder ganz machst. Und ich habe darüber nachgedacht, Markus. Und weißt du, was das Verrückte ist? Du brauchst für den Zaubertrick... Zwei hätten Platz dafür. Ja, das Verrückte ist, du brauchst für den Seiltrick brauchst du ein zweites Stück Schnur, ein heimliches. Ja. Ja, und das ist das Weirde an der Geschichte, weil ich dachte so, wo kriege ich ein zweites Stück Nabelschnur her, damit ich jetzt hier... Ein Zimmer weiter. Genau. Und dann wäre es auch so geil gewesen, wenn die gesagt hätten, Herr Weide, wollen Sie die Nabelschnur durchschneiden? Ich so, ja, aber wie klar. Die Ärzte geguckt oder vielleicht doch nicht. Der ist schon wieder zusammen. Das wär ein super... Hör mal, allein die Ärzte dabei filmen, schneiden Sie bitte... Und dann selber so mit so einem Schleicher. Ja, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe nur so eine Tücherkette unten rausgezogen. Und dann kamen 2 Tauben. Das als Finale. Es wurde also direkt geheiratet. Ich stelle es mir schön vor einfach. Wie heißt sie? Welche? Boah, ist ein langer Name. Nee, deine Tochter, die heißt, also die an dem Tag kommst, wo du den Zaubertrick machen wolltest. Achso, die heißt A424 wegen dem Parkplatz. Schön, das ist ja, machen ja viele. Chelsea und so. Nein, aber wie habt ihr euch den Namen? Durftest du, oder schade, wenn ein Jung geworden wäre, hättest du was sagen dürfen? Nee, ich durfte mitbestimmen. Also wir haben beide über den Namen gesprochen. Ja. Und das Kind hatte hinterher nicht irgendwie mal die Chance zu sagen, nö? Nee, das war nicht so gesprächig irgendwie. Also ich habe auch vorher, als sie im Bauch war, habe ich ihr Kartentricks gezeigt. Wie viele Kinder hast du? Hatte aber keine Karte gezogen. Wie viel insgesamt hast du? Ein Kind, von dem ich weiß. Ja, weil du eben welches gesagt hast. Also ich dachte, welche Frau meinst du? Den Namen welcher Frau? Es gibt mehrere Frauen für das Kind. Ist ja auch so, ist auch egal. Sollen wir einen Zaubertrink machen? Oder ist euch auch so warm oder ist nur mir so warm? Ich habe extra hierfür, ich wollte einen Kartentrick üben. Für die Leute am Radio, ich wollte einen Kartentrick üben. Es war wirklich die Begründung. Ich habe jetzt keine Sehhilfe dabei. Aber du musst dir nur mal, nimm mal das oberste ab. Ja, mach ich. Und da ist ein Vorwort drin. Soll ich das vorlesen, oder? Es ist nur Vorwort, da kommt kein Trick. Okay. Die magische Welt, okay. Ja, warte mal, worauf man achten muss, wen man anguckt oder wo du schälen sollst. Wow, das geht ja hier richtig historisch. Im 12. Jahrhundert tauchten die ersten Spielkarten in China und Korea auf. Ab dem 14. Ab dem 14. Jahrhundert gelangten sie auch nach Europa. Anfang richtig historisch. Damals 32 Karten, allerdings eine Reihe von Tricks erfordern besondere Kniffe und Fingerfertigkeiten. Ach, sag bloß. Ab und zu ist auch Erzähltalent gefragt. Markus, das ist ganz deine Region. Ich habe das eine nicht. Das Erzähltalent.
Aber okay, aber das können wir ja kombinieren. Also wenn es um Kartentricks geht, ich mach mal eben Kartentrick. Mein Kartentrick war übrigens super, weil ich einen draufgesetzt habe. Ich misch kurz durch. Wichtig vor dem Mischen ist eigentlich erst einmal, das wissen die wenigsten, eigentlich die Karten zuerst aus der Schachtel rauszunehmen. Ja. Es ist so ein... Und auch die Zellophanfolie. Genau. Ja. Boah, ich hasse ihn. Danke. Es sind 52 verschiedene Karten, das ist auch geil für einen Audio-Podcast. Könnt ihr das alle sehen? Ja. Hervorragend. Also die Karten leben nicht mehr, die sind verschieden. Markus, vielleicht merkt ihr gerne mal irgendeine Karte, welche dir gefällt. Hast du eine im Kopf? Also nicht laut sagen, nur. Ja, habe ich. Ist sie auch dabei? Das wäre wichtig. Nee, jetzt nochmal gucken. Ja, der ist dabei. Doch, okay. Es ist nur... Du kommst aus dem Gefängnis frei. Ist nur... Kannst du immer gebrauchen. Ist geil. Okay, Markus, ich habe eine Karte. Ich habe mich festgelegt. An welche Karte hast du gedacht? An Pik König. Ehrlich? Ja, nee, und, dabei. Der war dabei, ja? Also wenn das 52 Karten waren und es ein normales... Ich habe eine Karte gefunden. Französische Blatt ist 32. Wie heißt denn das große? Canasta oder Poker, glaube ich. Poker. Wie langweilig. Ja. Du hast Pik König gesagt, ne? Ja. Und der Joker steht im Grunde für jede Karte und damit auch für einen Pik-König. Nein! Moment, wenn ich echt zaubern könnte, könnte ich den Joker auch theoretisch in den Pik-König verwandeln. Und das wäre wirklich genau die Karte, die du dir wünschen würdest. Rein theoretisch. Hör mal, können wir nicht auch Dienstags zu haben? Aber es ist geil, es ist geil, dass es auch von... Aber Markus, hier, Pik König, nimm mal einen Stift, wir können es ja akustisch machen. Ja. Und schreib mal was auf den Pik König drauf. Einfach groß auf die Vorderseite. Ja. Was du möchtest. Dein Name, das Datum ist nur wichtig. Ich dachte, ich sollte was auf. Du kannst auch was auf die. Genau, was auf. Was hier. Auf. Okay. Ja. Perfekt. Ja. Ich habe also was auf da drauf geschrieben. Also Markus hat jetzt den Pik König signiert. Ich zeige das hier gerade nochmal. Mit was auf. Mit was auf. Das. Ja, er hat gesagt, schreib mal was auf. Das ist nur deswegen wichtig, weil das ist nur wichtig, weil sonst Leute denken könnten, ich habe 50 Pik Könige im Spiel und so gibt es nur einen. Also ich glaube, es sind 50. So, und so ist nur einer, der was aufträgt, weil sonst würde niemand... Nicht so viel, der verwischt. Nee, das ist ja ein permanent. Permanent Drucker. Ist permanent. Ja. Okay. Also Markus, seine Karte irgendwo ins Spiel. Ich mische noch mal durch, das macht total wild. Ja. Die Aufgabe ist, die Karte wiederzufinden, aber ich mache das gleich, ohne meine Hände zu benutzen. Mhm. Okay, das habt ihr anscheinend alle schon mal gesehen. Begeisterung hält sich in Grenzen. Aber auch ohne meine Füße Wie zu benutzen. Wie mischst du denn ohne Hände? Das ist impossible. Das ist nicht jugendfrei. Also, nein, also ich lege gleich alle Karten in meinen Mund und werde mit der Zunge die Karte finden, die unterschrieben ist, weil ich schmecke halt den Stift. Und genau die Karte schlucke ich dann. Dann hätte ich die eine Person nehmen müssen. Und genau die Karte also schlucke ich dann runter, falte die im Magen zweimal und wirke die dann wieder hoch. Natürlich. Ja, also ich dachte, so ein kleines Warm-up. Nur kurz... Die Karte liegt nicht oben drauf, das war nicht deine, liegt auch nicht hier. Das macht spannend. Okay, Markus, willst du die zensierte oder unzensierte Version? Wir haben Radio unzensiert. Ach, okay. Ach, Gott, Pacher. Ja. Hallo. Für mich ohne Mayo. Markus, ich habe gesagt, kann mal falten, aber falten erst einmal. Also wir hatten schon Vegetarier, Veganer, all sowas, aber... Was ist? Guck mal, eine Karte schon mal gefaltet. Nein, ich ziehe sie nicht raus. Mit Speichel und einer ganz besonderen Signatur hier oben auf der Karte. Du hast doch eine Vollmeise, oder nicht? Würdest du als Kellner hier anfangen? Damit würde ich eine Menge Trinkgeld machen, glaube ich. Nein, ja, immer weißt du, wenn einer so, oh, den will ich loswerden. Gucken.
Was würdest du jemandem sagen, der davon fasziniert ist und möchte diesen Beruf genauso wie du erlernen oder der glaubt, der kann auch sowas machen, außer machen, dass die Luft stinkt, sondern er kann auch andere Tricks. den höre ich sehr oft. Also man muss natürlich Talent mitbringen, hundertprozentig, aber man kann sich natürlich auch manche Sachen beibringen. Das stimmt, ja. Indem man Erzählkunst beherrscht, Fingerfertigkeit und die Historie des 14. Jahrhunderts kennt. Ja. Nein, es ist Geduld sehr viel. Also auch ich musste mir alles aneignen. Also wurde Amerika gar nicht so dann... gar nicht durch Kolumbus. Ja, ist ja, Kolumbus war ein Zauberer im Endeffekt, weil vorher waren Wikinger da, die hat er weggemacht. Ja, stimmt. Ja. Also ja, es ist, man muss erstmal seinen Eltern klar machen, dass man davon leben kann und auch dem ganzen Umfeld. Weil du bist ja ein erfolgreicher Comedian, stehst in großen Hallen, da stellt sich keiner die Frage, ob du davon leben kannst, glaube ich. Aber als Zauberer irgendwie, das Berufsbild des Zauberers ist so, ganz oft fragen die Leute, ey, du bist Zauberer, kann man davon leben? Und ich denke mir so, weißt du, es gibt Menschen, die auf der Kirmes Gurken verkaufen. Warum fragt da keiner nach? Weißt du, warum ist es seriöser, Spreewaldgurken auf der Kirmes zu verkaufen, als zu zaubern? Ich wollte auf der Kirmes mal einen Laden aufmachen, wo du mit Bällen auf Ballons schmeißt. Ruhiger hast du es nie. Das finde ich ein geiles Konzept. Das finde ich sehr gut. Ja. Nein, meine Mutter hat auch gesagt, ich habe zu ihr gesagt, ich mache jetzt Comedy, oh, da können wir dich ja finanziell unterstützen. Von außen ist es tatsächlich so, ich weiß ganz genau, als gerade kommen so viele Leute zu den Auftritten. Ich glaube, das ist was für eine Kneipe, für den kleinen Rahmen, für sagen wir 50, 60 Leute. Diese, wie man immer liest, Magic Abend und so weiter, hast du so eine Jazzkapelle hinten, wo du weißt, Jazz. Wo sagt, warum zaubert er da nichts dran? Weißt du, ne? Smooth operator. Da kriegst du natürlich keinen Trick mehr mit, wenn du 2,5 Stunden Smooth Operator hörst. Ja, ne? Aber es ist. Aber es gibt welche und ihr macht alle den Zitronentrick. Machst du den auch? Wir machen, ich habe den im alten Programm auch gemacht. Also ein Geldschein, der unterschrieben wird, wandert in das Fruchtfleisch einer Zitrone, die man aufschneidet. Und die wird aufgeschnitten und dann ist der Geldschein da drin. Genau, habe ich auch lange gemacht. Erasmus Stein habe ich gefragt, ob er mir den beibringt. Hat er nicht. Auch nicht mit Maske. Ja. Aber man gab ja diese, der maskierte Typ, der dann... Maskierte Magier. Du warst ja auch bei Howard Carpenter und deswegen bist du ja durch einen Zauber gekommen. David Copperfield. Ah, der. Sonst hätte meine Karriere anders ausgesehen, glaube ich. Hey, geh rein. Hello again. Hello again. Ja. Ja, aber da gab es ja einen, der hat Tricks verraten, wie auch er das gemacht hat und so. Aber das hatte schon... Der maskierte Magier, das hatte unglaublich krasse Quote. Die Leute haben das geliebt. Weiß man im Nachhinein, wer es war? Ja, weiß man. Er hat die Maske abgenommen. irgendwie Val Valentino. Und er hat auch erklärt, warum er die ganzen großen Tricks verrät, damit die Zauberer nicht auf dem alten Zeug sitzen bleiben. Dass sie sich was Neues einfallen lassen. Genau, was Neues einfallen lassen. Ja. Und die Zauberkollegen in den Staaten haben es ihm auch sehr gedankt und haben Blumen ins Krankenhaus geschickt. Und waren auf der Beerdigung. Weil ohne Scheiße, der wurde wirklich verprügelt, ne? Als er die Maske abgenommen hat. Ja. Weil die großen Zauberer aus den Staaten, die natürlich ihr Geld mit so, ich kenne mal eine Frau in der Kiste jetzt, und so. Die Maske abnehmen, der könnte auch mal. die haben, stimmt. Wenn du Bahn fährst und mit dem Zauberer. Gags machst über Männer und Frauen. Ja. Wie lernst du denn deine neuen Sachen? Du musst ja auch per se nicht über das Internet, sondern selber das Gefühl haben, so, jetzt trenne ich den Müll nicht, sondern er trennt sich von allein. Das ist nicht schlecht. Ist nur eine Vorgabe. Ich will nichts ab. Ja, das ist sehr inspirierend fürs neue Programm. Ja. Nein, du könntest ja auch so auf dem Parteitag der Grünen damit auftreten, zum Beispiel. Ja. Wenn du mehr Bock drauf hast. Ja, mal. Nein, aber du musst ja auf eigene Ideen kommen. Ja, richtig. Ich habe sogar mal im Bundestag gezaubert, hauptsächlich für die FDP, weil die mich einfach engagiert haben. Sonst hätte sich auch die letzte Wahl nicht. Aber mein Einstiegsgag war, ich weiß nicht, ob es so clever war in einem Kontext, aber ich habe gesagt, wisst ihr, wir Politiker und Zauberer haben ja auch eine Menge gemeinsam, weil wir beide täuschen unser Publikum. Nur, dass ich offen zugebe, dass ich mit Tricks arbeite. Ja. Aber das wussten die doch. Ja, sicher, aber es war vielleicht nicht der charmanteste Einstieg in,
dann das Programm. Aber egal, das war trotzdem. Wie lange hast du gespielt da? Halbe Stunde. Im Kuppelsaal? Im Bundestag, ja. Und ich habe da Geld schon in Zitrone gemacht und ich durfte mein Messer nicht mit reinbringen, um die Zitrone aufzuschneiden. Das war mir aber nicht klar. Ja, weil du alles durch den Scanner laufen musstest. Und ja. dann habe ich so ein Brotmesser bekommen. Habe ich das Messer in der Zitrone versteckt? Da konnten die das nicht mehr sehen. Aber das ist, ja. Aber es gibt so Shows. Haben die, warum haben die so viel Geld? Die habe ich aus der Zitrone. Ach so. Ich habe auch schon im Knast gezaubert, weil ich für die JVA engagiert wurde. Und haben welche den Tunnel benutzt? Das war auf jeden Fall, da habe ich gesagt, das war auch sehr unfein. So, vielen Dank, Dankeschön, kommt gut nach Hause. Das war irgendwie nicht die richtige Location dafür. aber die hatten es nicht weit. Das war's von mir. Fahrt vorsichtig. Und da habe ich auch den Geldscheintrick gemacht mit der Zitrone, weil du gerade. Und habe erstmal gefragt, wer kann mir denn einen Geldschein ausleihen? Ihr könnt draußen noch Bilder machen. Ich habe auch eine Entfesselung gemacht, das war auch paradox da drin. Ich hätte eigentlich jedes zweite Kunststück überdenken müssen. Ja. Also, aber egal, es war unvergesslich. So, die Hälfte ist geschafft. Ja, jetzt erstmal natürlich mich mal wieder befeuchten mit dem besten Bier der Welt. König Pilsner, und jetzt geht es weiter. Kannst auch tolle Geschichten erzählen, wie letztens habe ich mich ausgesperrt. Kennt ihr das? Ärgerlich. Ja. Das ist einfach, ja. Sehr geil, gut. Weltklasse. Ja. Die alte Handschellennummer. Ja, genau. Doch, das war schön. Und jetzt zeige ich euch eine Nummer, wo ich eine Frau zersäge, deswegen bin ich hier. Das sind meine Halbschwestern. Ja. Wegen. Ja. Ehrlich. Ja. Und was machst du beruflich? Ich zersäge Frauen. Ja. Ja. Meine Ex wohnt in München, meine jetzige in Hamburg. Ja. Zweimal gibt es halt Geld. Was hast du für eine Tour? Du hast aber ein Zauberer hat keinen Titel für eine Tour, oder? Doch. Mein aktuelles Programm doch, ist. Doch, heißt das? Nein. Ist das koreanisch für anklopfen? Doch, doch. Nee, aber der gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ja. Mein aktuelles Programm heißt Kann man davon leben? Ja. Und mein neues Programm, was ich gerade schreibe, es geht erst nächstes Jahr auf Tour. Da überlege ich gerade noch, welchen Titel ich denn wähle. Nein. Also, ich liebe Eugel mit so ein paar Titeln, aber ihr werdet dann sehen, was es geworden ist. Zauberei gibt ja alles. Ne? Ja, ja. Im Endeffekt so, ihr werdet am Würfel drehen, ihr werdet der Tuch finden, ihr seid dabei. Ja, ja. Glaub deinem Mann nichts, was er in den Taschen hat. Also, Olaf Schubert hatte einen tollen Tipp, weil er meinte, spiel doch mit deinem Namen so ein bisschen. Das ist ja Marc Weide, nenn es doch irgendwie einfach ausgeweidet. Das ist dann deine Abschiedstournee. Wenn man es mag. Ja. Hat mir ein bisschen der Bezug zur Zauberei gefehlt, aber egal. Ja. Aber es gab so ein paar gute. Knochenmark kam auch. Marc Brandenburg. Ja, oder Marc Kant oder so. Ja. Aber nicht. Nein, es sollte schon über die Fiktion sein, die du ja dort spielst, denn viele wissen nicht, das ist nicht real. Jetzt nimmst du ganz vielen, aber. Ja, er tut den Würfel nicht in die Tüte und die Tüte denkt: Ach, guck mal, der ist durcheinander. Den mache ich mal wieder farblich passend. Die Leute aber glauben vielleicht an sowas. Und wenn man Victory machen will, ist das auch der richtige Weg.
Ja, also na, ich habe auch noch keinen Titel fürs neue Programm, fürs komplett neue. Aber das aktuelle heißt, kann man davon leben, und das ist noch auf Tour, ja, solange ich davon leben kann. Wo kann man die Karten kaufen, außer jetzt im Internet und an Kassen? Instagram, Facebook. Das ist Internet, du weißt. Achso, sorry, ja, ja, stimmt, ja, das ist die Definition von Internet. Einfach mir auf der Straße folgen, einfach mir hinterherlaufen. Verteilst du auch gerne Freikarten? Da, Hast du das auch manchmal mal alle einlädt, die man sieht? Also du bist auch so ein Netter, der immer so ins Plaudern kommt, ne, und dann sagst du, kommt alle mit. Und dann so, wir haben nur 20 Gästeplätze. Da sind ein paar mehr geworden. Die stehen. Ja, aber genau, das mache ich noch. Und was ist dein größter Trick, wo du selber total sagst, Markus, und ich sag, das ist der beste Trick, den ich jemals entweder gehört und daraufhin gemacht oder selber erfunden habe. Ich glaube, die Weltmeisternummer. Also der Trick, mit dem ich Weltmeister geworden bin. Ach, so sind wir Weltmeister geworden? Also, ich hab gesagt, der Götze hat oder Tor gemacht oder nicht. Das war er. Jetzt ist raus, jetzt ist raus. Wann ist der mal mit dem MSV? Also in meinem Fall habe ich kein Tor gemacht, sondern ich habe einen Trick gemacht, wo eine Karte auf meinem T-Shirt erscheint, im DIN A4 Format, und dann reiße ich von der echten Karte in meiner Hand eine Ecke ab. Oh, guck mal, hast du so, guck mal, die Nummer mit der Flasche. Ich habe viel gesehen, meine Herren, aber das... Also und dann reiße ich eine Ecke von der Karte hier ab und dann reißt diese Ecke auf dem T-Shirt auch ab. Und dann halte ich die Karte über eine Kerze und mein T-Shirt fängt an zu rauchen und steht halt im Dampf, im Qualm. Und dann füge ich die Karte hier in meine Hand zusammen und das T-Shirt fügt sich in der gleichen Sekunde hier auch wieder zusammen. Und am Ende erscheint noch mein Schuh in der Box, verschwindet von meinem Fuß und woanders. Ja gut, den kann aber jeder. Also den habe ich ja noch übst. Und nein, damit, aber das war von dir ein erfundener... Komplett selbst erfunden. Wo auch das Publikum, was ja auch manchmal schwierig ist, wenn ich wie immer den Comedy-Preis nicht gewinne, habe ich ja vorher, dass ich irgendjemanden eine Laudatio halten darf, der den dann gewinnt und ich gehe da hinten. Ne? Aber wenn du den selber erfindest und die sehen das, und das sind ja Kollegen von dir, die sagen ja selber... Lecko funny. Das stimmt, aber die sagen halt auch teilweise nichts, weil, also in Korea musst du wissen, Leute. Ja, gut, Lecko funny ist ja nicht in jeder Sprache. Das stimmt, so. Das ist. Du weißt, die haben in Korea nur doch gesagt immer. Aber die. Also es war ein Zauberkongress, ne? Klar, ja. Die kannten das alles schon. Das heißt, also Zaubern vor Zauberern müsst ihr euch vorstellen, wie Strippen auf dem Gynäologenkongress. Ja. Weil die haben das ja alle schon mal gesehen. So, ne? Sorry für die Bilder im Kopf. Und dann war die Nummer halt noch komplett neu, und du musst wissen, es war in Korea natürlich. Das heißt, die Kultur auch zu applaudieren oder Euphorie zu empfinden, ist eine ganz andere. Das heißt, die haben nicht sofort beim Trick geklatscht, sondern die Karte war auf dem Shirt und die Reaktion im Publikum war so: Oh, hätte schon aufhören können. Das war meine Reaktion. Das war ja, ich der druckt. Ich habe die Karte angezündet, das ist ja qualmt, und die Reaktion war immer so: Oh, oh. Also das war der Applaus. Doch, doch. Da. Ja, doch. Das war schön. Das war schön. Nee, aber ich will es auch nicht nochmal machen. Viele fragen: Hey, nimmst du jetzt direkt nochmal teil? Ey, ich habe gesehen, du hast oben auch keine Haare auf der Brust. Das stimmt. Alles weggebrannt. Auf der einen Seite. Ja. Man schwimmt halt im Kreis. Alles weggebrannt. Ja, ja, das stimmt. Aber das war, glaube ich, die kreativste, größte Nummer. Aber so Zaubertricks, die ich einfach liebe, sind so Dinge aus dem Alltag, die du halt so nebenbei machst. Weißt du, wo du einen Stift hast und der Stift ist weg. So, also Dinge, die du, und der Stift wieder da. Und also so Dinge, die du zwischendurch ich einfach machen kannst. Ich hab da immer so gemacht, da ich in den Ohr... Und dann war der, wo ist er hin? ist schon perfekt. Ja, also. Ich will jetzt anderen nicht den Job weg. Aber diese kleinen Tricks, die du in der Kneipe machen kannst, weißt du, mit so Bierdeckeln, mit so Stuff, der so rumliegt, mit Smartphones, mit Gläsern, das ist mal das, was so geil kommt, weil das eben nebenbei passiert. Was man sich für jede Kneipe merken muss, wenn einer sagt: Pass auf, ich kann das und das, der wird das können. Tippt nicht gegen ihn und sagt: Das kann ja nicht, er wird es können. Aus irgendeinem Trick raus, aus irgendeiner... plausiblen Erklärungen raus, er wird es können. Wenn er sagt, ich kann mit ausgestreckten Arm trinken und macht dann so und dann kann er das in dem Moment. Den fand ich großartig.
Den fand ich großartig. Ja. Also eine Sache, die man ja meist, wenn man mal so einen Bierabend aus ist, immer dabei hat, ist eigentlich Lochzange, ziemlich safe. Ne? Hat man ja immer mit. Ja. Und deswegen, ich bin einfach ein Fan von Dingen aus dem Alltag. Ich liebe das einfach. Ich nenne meinen auch die Lochzange. Auch ein guter Bühnenprogrammtitel, oder? Ja. Die Lochzange schlägt zu. Ja, irgendwie so. Ja, ja. Jetzt auch an die Stange. Also ich habe die dann fallen immer Sachen. Ja, ich runter. Weiß, das ist Konfetti, das ist Special Effects, mehr ja, kann also ich nicht leisten. Sonst ist es Zinfetti. Schön. Da klatscht nur der BWL-Student. Nein, es ist. Egal. Ja. Pass auf, also ich habe in der Pandemie gelernt, Blindenschrift. Weißt du, du kannst ja mit einer Lochzange Löcher machen und dann kannst du wie Blindenschrift fühlen. Ja. So, das habe ich gelernt, mir ein bisschen angeeignet. Ich zeig dir das mal. Ist noch recht frisch. Ne? Ja, Breischrift. Was, Breischrift? Bray, hieß der Typ, Bray. Ach so. Okay. Ja, heißt Breischrift. Habe ich nie gelernt. Markus, hast du deinen eigenen Namen schon mal in Blindenschrift gesehen? Nee, ich kann ja nicht sehen. Kannst du nicht sehen, genau. Ich glaube, Markus ist ungefähr... Ich kann ihn nur fühlen. Hier, hab ich lange geübt. Meine Damen und Herren, das ist Markus in Blindenschrift. Wenn man es weiß, dann liest man es, ne? Also, Markus. Mhm. Oder? Ja, jetzt? Doch schon. Es dauert ein bisschen. Du weißt, dass ich der von uns beiden bin, der trinkt. Das hoffe ich. Ja. Halt gern fest, ich komm gleich darauf zurück. Genau, und der Herr... Seht ihr am Zoll? Herr hier vorne vielleicht, wie ist dein Name, wenn ich fragen darf? Marco. Marco, okay, ah. Warte, da muss noch ein Loch machen. Nee, warte. Marco ist ein bisschen anders zu Markus, das macht man hier. Ja. Also das wäre jetzt der Name Marco in Blindenschrift. Ja. Sieht man jetzt vielleicht anders. Ja. Wichtig wäre nur, Markus darf es nicht verschreiben, weil wenn ich jetzt hier, dein Name enthält ja kein C, so wie Marco vielleicht, ne, dann... muss ich hier diesen Rechtschreibfehler einfach korrigieren und dann kann ich das Loch einfach an dieser Stelle einfach vom Blatt abziehen, sodass das Blatt hier nur noch drei Löcher enthält. Und damit ich den Rechtschreibfehler nicht lange in der Hand halte, weil so ein Loch tut extrem weh in der Hand, werfe ich das kurz zu dir rüber, Markus, sodass du jetzt nicht nur vier Löcher haben müsstest, sondern jetzt theoretisch fünf. Das ist ein Apostroph. Ja. Wenn du jetzt solche Sachen machst, hast du nicht selber Angst vor dir? Kommt vor. Markus, aber ich schreibe dir einfach mal auf, wie der Trick funktioniert, weil dann kannst du es einfach zu Hause nachlesen. Das ist vielleicht ganz interessant für später. Mhm. Ja. Du musst die Lochzange... Boah, hast du eine Scheißschrift. Hast du eine Sauklaue? Ja. Nein, aber ich habe... Also die Ärzte, die haben ja mal demonstriert, so Ärzte und so weiter, haben so Dinge, und da konntest du aber nicht lesen, was die wollten, weil die so eine Schrift, so schlechte Schrift haben. Aber ich zeig mir ab und zu mal Tricks im Spiegel, die ich halt gerade übe zu Hause. Und ich dachte mir schon... Ich habe Stern mehr. So. Und ich dachte schon ein paar Mal, das ist total dämlich, weil ich zeig mir den Trick im Spiegel und ich sage tendenziell nicht, oh, wo ist denn die Münze hin? Weil ich weiß ja, wo sie ist. Ne? Aber ich hatte schon mal. Sie hat die jetzt mitgenommen, oder? Aber ich hatte schon so ein paar Momente, wo ich. Du hast ja den Trick gesehen, aber im Spiegel siehst du verkehrt. Ja, genau. Aber ich muss ja ungefähr sehen, wie ihr es seht, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie der Trick wirkt. Ja. Und ich übe so einen Trick, gerade den mache ich sehr oft mit dem Tuch in der Flasche, den hast du auch gesehen auf dem Schiff, ja. Wo das Tuch in der Glasflasche verschwindet. Ja. Und als ich mir das im Spiegel gezeigt habe, dachte ich erst so: geil. Ja. Wo ist das denn hin? Im Spiegel halt. Also, ja, das, also es gibt schon. Ich überrasche mich manchmal schon selbst, weil ich denke: oh, das ist ja weg. Aber also. Wie kann man denn normal leben? Ja, die Frage stelle ich auch jede Woche in meiner Selbsthilfegruppe. Ja. Und wenn du da sitzt und der Toast kommt alleine, Ermann landet eine Eule und hat für dich eine Einladung für irgendeine Schule. Ich weiß, ja. Ich bin auch schon öfter am Kölner Hauptbahnhof zwischen Gleis 9 und Gleis 10 kräftig gegen die Wand gerannt. Aber mein Name ist Harald Töpfler, ich bin jetzt hier. Und ich habe das ganz oft, dass privat die Leute denken, es kommt immer ein Trick. Weil zum Beispiel, wenn im Sommer heiß ist, ne, und ich bin mit Kumpels irgendwo und ich sage, boah Jungs, es ist warm, ich muss mal kurz meinen Sakko ausziehen, dann denken die Leute genau jetzt immer, dass ein Trick kommt. Ja. Weil jetzt macht jetzt er irgendwas. Jetzt macht der Zauberer irgendwas. Wenn ich meinen Sakko ausziehe, dann vermutet jeder, dass jetzt aus irgendeiner... Sind die dann enttäuscht? Eine Taube rauskommt. Danke.
Die sind dann enttäuscht. Ja. Ist bei mir, wenn ich keinen Witz erzähle. Ist wirklich so. Ja, glaube ich. Sag, Markus, erzähl mal einen Witz. Hm? Ja, ja. Und dann erzähl du einen. Dem mit dem Papagei. Nicht schlecht. Das ist also auf dem Nein, ist wirklich schwierig ja, ja, dann manchmal, ja. Wo du sagst, ich bin hier privat, sondern ich dachte, wer so hier? Ja, ne? Glaube ich. Und dann, ich bin tatsächlich mal aus dem Klofenster geklettert, weil ich auf einer Hochzeit auftreten musste. Ehrlich? Ich war eingeladen und habe von vornherein gesagt, ich bin privat da. Habe das V falsch ausgesprochen. Und die haben gesagt, boah, Markus, kannst du 5 Minuten? Ich sage, ich gehe nur kurz auf Toilette. Da war ein Viereck mit so hier Glasbausteinen, wie du manchmal beim Gucken beim Augenarzt, und habe die rausgedrückt und bin da raus und auf Wiedersehen. Auch kein Kontakt mehr, nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wer geheiratet hat. Nein, wirklich, ich raus, ich sage, jetzt reicht das, ärmer mal. Ja, aber ich habe mir hier Bein aufgeschurbt, weiß ich noch, war so ein Nagel. Aber ja, das kenne ich. Also wenn du als du Zauberer. Kennst das? Ja, also mit dem Bein aufschürfen aus dem Fenster klettern, das nicht, aber das ist, wenn immer gefragt wird, irgendwas zu tun, weil sobald Leute rausfinden, dass, also in meinem Fall, dass ich Zauberer bin. Wenn ein Metzger da ist, gehst du nicht hin, schlacht ja, doch mal ein Schwein, eben. Oder? Ein Dachdecker, boah, leg doch mal einen ja. Ziegel. Du bist Bäcker, back mal ein Brot. Ja. Du bist Soldat, erschießt doch mal jemanden. Ja. Das hörst du nicht so oft. Nur Gynäkologen haben schwieriger. Du machst hier sanitär, aber. Riech mal. Bist du Gynäkologe, oder? Man sagt doch also nein. Nicht. mach doch mal Einzelhandel. Ja. Sagt doch keiner. Ja. Ihr seid schon zu zweit, geht Einzelhandel gar nicht mehr. Ah, sehr, sehr gut. Ey, Markus, ich hatte letztens beim Gig, habe ich einen Gynäkologen auf die Bühne geholt und es war ja. Irgendwie so eine witzige Situation, weil ich fragte ihn so, was machst du beruflich? Er Gynäkologe, und ich war so, wolltest du das schon immer werden? Oder, und dann haben wir uns halt so darüber unterhalten und dann hat er einen Witz gemacht, weil er meinte, ich kann auch einen Gynäkologenwitz. Ich so, ja geil, erzähl. Was haben ein Gynäkologe und ein Dackel gemeinsam? Die feuchte Nase. Ja, ich kenne ihn mit Schäferhunden, aber es ist dieselbe Richtung. Okay, Dackel ist sehr flachliegend. Achso, okay. Ja, du merkst, Witze erzählen ist... Nein, Gynäkologenwitze ist... meine Frau haben sie Mandeln rausgeholt, die lag falsch rum. Geh ein Mann zum Psychologen... Spaß. Geh eine Frau zum Psychologen, ne, zieht sie aus, legt sie so auf den Sitz. So, und der Gott in Weiß, der steht da und sie wollen sich anfangen, sagt, ich bin der Anstreicher, der Doktor kommt gleich. Ich habe sie und er verwechselt die ganze Zeit. Ach so. Dann war wohl auch so, pass auf, wir bleiben genauso sitzen. Ja. Pass auf. Ich habe mich zurückgespult. Eine Frau geht zum Gynäkologen. Legt sich in den Stuhl und da sieht sie den Mann in Weiß dort und da wollte sie nicht anfangen. Ich bin der Anstreicher, der Arzt kommt gleich. Der wird nicht besser, aber ich habe mich aus der Nummer rausgeholt. Ja, ja. Zu Recht. Ja, sehr gut, sehr gut. Und der wird morgen wiederkommen. Ja. Der Gynäkologe wüsste ich nicht. Da kenne ich mich auch nicht so aus. Ja, liegt irgendwie nahe. Also, ja. Überhaupt Arzt. Also ich weiß, woran das liegt, aber aufschneiden jemand, also nur in Wut. Ich hatte... Und du kannst ja nicht auf jede Frau sauer sein, die behandelt. das kann ich nicht. Ja, nee, also ich bin auch du total... Du willst also bei Zauberer bleiben, du willst das dein Leben lang machen. Ich hab nichts anderes auch gelernt, ne? Also ja. ich hab Abitur gemacht und danach bin ich Zauberer geworden. Ja, also geworden. Hast du nichts gelernt? Ja, nix, genau, ich hab nichts Vernünftiges gelernt. Ja. Wirklich, wirklich. Und die Leute sagen halt immer, dass es kein Job ist und du bist ja nicht krankenversichert und tralala und es ist doch nichts Vernünftiges und aber ich habe das halt seitdem gemacht und es war anfangs immer so, alle haben dich belächelt und dann kam ich halt hier und da mal in kleine Fernsehshows, dann kam das mit der Weltmeisterschaft, Marke des Jahres, dann habe ich so ein Jahr lang eine ARD-Sendung moderiert, live nach 9, hat aber, also mein Zielpublikum, die lief von 9 bis 10 im Fernsehen. Das heißt, mein Zielpublikum waren Senioren, Arbeitslose und Schichtarbeiter. Ja. Wo willst du die Grenze ziehen? Ich war danach der Star wie in Seniorenheim. Ja. Ich konnte mich kaum retten vor Schlippern. Aber dir wäre kein Nagel durch die Hand geschossen, oder? Ja, nee, das stimmt. Und der Tappen so, ich mag ihn ja, ne? Ja. Aber das lief nicht gut.
Nee, das, der Auftritt lief nicht gut für ihn. Nee, nee. Ja, hätte er wenn üben sollen. Wenn du wirklich also auf den Becher haust und hast den Nagel dann durch der Hand, ja. kann sein, dass du jetzt, boah, guck mal, er. Ja, genau. Aber da fehlen dir noch ja. drei weitere. Aber dann hätte ich die beiden anderen hochgehoben und wäre auch ein Nagel drunter gewesen. Aber dann lief ich nachts um drei. Aber ja, also um deine Frage zu beantworten, ich werde das mein Leben lang machen. Ich hatte gerade noch ein Gespräch mit Nikita draußen, ja. weil der meinte, ja, vielleicht macht er irgendwann was anderes. Und ich so, ich kann nichts anderes. Ich wüsste, hast du den Elefanten, du kommst aus Wuppertal, hast du den Elefanten da rausgezaubert? Aus der Schwebahn gezaubert? Weil wäre sehr, also ich hätte es eleganter angestellt, als ihn einfach in die Wupper zu schmeißen. Ja. Also allein dem Tier sowas anzutun, dann da, ne? Und aber ich finde auch, das sind ja clevere Menschen, sollte man meinen. Ingenieure und weiß nicht, die damit rumschrauben und sich überlegen, was soll schon schief gehen, wenn wir einen Elefanten in der Schwebebahn transportieren? Mir würde nichts einfallen. Nein, mir auch er nicht, Manfred. Er hat doch überhaupt noch niemals Hände, um sich festzuhalten. Ja, ja da sind ja die Schlaufen, wo soll er sich festhalten? Ja, hast völlig recht. Ja. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Wuppertal ist schön. Nur, die große, weite Welt, hast du in Las Vegas auch schon mal gewonnen? Ja, ich war zweimal in Las Vegas und bin da sogar schon aufgetreten. Hast du gewonnen? Ich habe gezaubert, nicht also gespielt. Also nicht gespielt, okay. Ja. Blackjack wohnt da. Ja. Ja. Ich liebe wirklich das, so, ich möchte gerne mal Las Vegas, ich bin nur nach Bad Zwischen angekommen, ist auch ein schönes Casino. Ne? Aber für deine jetzige, sag ich mal, du hast jetzt einen Plan für deine Zukunft, du willst Zauberer bleiben. Ja. Aber wenn ich dich in irgendwann mal unterstützen könnte, dass du sagst, ich will hier mal einen Comedian zersägen. Nimm mich. Ich kann das ab. Ja, geil, mach ich. Ich hab, wenn das wirklich passiert, kriegst du eine Riesenanzeige. Und wir haben es jetzt auf Tape, also wir haben ziemlich viele Zeugen, die gegen mich aussagen können. Und wenn nicht, komme ich gut aus der Nummer raus und kann mir sagen, er hat es wie es versucht. Ja, das geht aber nur mit Jungfrauen, also der Trick ist sowieso ausgeschlossen, glaube ich. Ja, Jungfrauen hatten wir heute schon, ich bin Löwe, deswegen kriegen wir das nicht hin, ich darf noch niemals auf dem Schützenfest. Aber... Aber ich mach gerne ein Vorprogramm, wenn du mal irgendwo bist. Dann machen wir erst, dann packe ich das aus und führe das vor. Dann hauen wir alle wirklich alle ab. Aber was du noch machen kannst, einen Knaller-Ding, wo jeder denkt, boah, und ich selber sage, hui. Also ein Ding, wo du nein, sagst, hui. Nein, wirklich, wo ich selber sage, oder du sagst selber, der Markus könnte ihn erlernen, wenn er nicht so begriffsstutzig wäre. Mhm. Heißt, der sieht schwer aus, ist aber einfach. Also ich soll einen Trick zeigen, den ich jetzt auch erkläre direkt im Anschluss. Den kannst du, wo du auch nicht die Maske aufziehen musst oder wo jeder sagt, alles klar, wenn ich keine Gicht hätte, könnte ich den. Okay. Mach ich. Also ich könnte... Ich will dich nicht unter Druck setzen. Nee, ist gut. Haben wir einen Fingerring, den ich mir ausleihen könnte? Haben wir irgendwo einen Fingerring? Ja, ich hatte mal einen, aber war eine Backform. Ist ein Ehering, der geht etwas schwieriger ab, ne? Haben wir Butter in der Küche? Doch, da. Ja. Vielen Dank. Ja. Aber das ist sogar so ein halber Ring, so ein Schlagring. Ja. Okay. Super. Schön. Ich mach da Blut eben weg. Der ist selbst für meinen Daumen viel zu groß. Da siehst du, was ich für kleine Hände habe. Ja. Okay. Aber abgibt. Das ist der Trick. Man zeigt den Ring vor und lässt den Ring nun magisch verschwinden. Achtung, das ist der magische Teil. Und der wirklich überraschende Teil ist aber, dass er von hier eben durch die ganze Tasche wandert und dann hier wieder ankommt. Aber wie kriegst du ihn jetzt mit auf Tour? das habe ich noch nicht durchdacht. Woher kanntet ihr euch vorher? Wo habt ihr die zwei gleichen Ringe her? Also das ist ein super... Aber du hast das mit dieser Hand weitergeführt. Die linke Hand hat nichts damit zu tun, dass er richtig? In dem Fall. Ja, es ist nur die rechte Hand. Okay. Und es ist brutal simpel. Also ihr werdet gleich alle sagen, ja. Aber es funktioniert halt trotzdem, weil du zeigst den Ring vor und du musst diesen blöden Anti-Gag machen, dass du sagst, ich lass ihn verschwinden. Und jetzt hast du den in der Hand. Und jetzt lege ich ihn gerade in meine Hand. Aber... Genau. Der bleibt in der Hand, er macht dich hinter. Genau.
Aber ich drücke halt hier möglichst viel rum, damit halt der Eindruck entsteht, dass er halt wirklich in der Tasche liegt. Und das ist halt das Image, was ich kreieren möchte, eine leere Hand, ein leerer Daumen. Aber natürlich ist die Innenseite der Hand nicht leer, weil genau hier der Ring verborgen wird, ne? Aber das ist natürlich, das ist das Bild, was ich natürlich einbrennen soll, der leere Daumen. Und wenn ich jetzt in die Tasche gehe, muss ich den Ring einfach nur aufsetzen und wenn ich dann so damit rauskomme, dann ist es halt vom Bild her krass, weil der Daumen sich nie bewegt hat anscheinend. Mark Weide, der Herr der Ringe. Ja. Ja. Supergeil. Es ist wirklich ein Thema, da könnte ich stundenlang fachsimpeln. Nee, ja, du hast es versucht, ist doch gut. Ein Thema wirklich, was mich komplett abholt und abflasht und ich hasse das, dass ich das nicht kann. Ich erkenne das, was du machst, aber du weißt meinen Kartentrick, den ich auf AIDA gemacht habe und da hört er plötzlich so hoch und merke, oh, Fehler. Weißt du, wo die Leute... Stimmt, dann, ja, stimmt. Weil stimmt. Ich irgendjemand im Publikum grüße. Weißt du, ja, ja, ne? Es ist... Du musst dann tatsächlich dafür die Ruhe haben, die habe ich nicht. Wenn ich irgendwann mal, sage ich mal, so einen Trick habe, aber wir haben ja auch natürlich eine kleine Show manchmal. Kann man dich da auch mal einladen, dass du mal so zweimal so 30 Minuten hier durchschießt, ich tritt auch auf, also ich sag dich an, hier ist er, und hau wieder ab. Aber, ja, es ja. Wird auch bezahlt, also Currywurst, Pommes, sowas. Das reicht mir mehr als sonst. Ja, ja, okay, dann nur Currywurst. Ne? Ja, gerne, ich bin mit von der Partie. Es hat mir nicht nur auf AIDA Spaß gemacht, hat mir auch heute Spaß gemacht. Wir werden noch hundertprozentig viel zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass dir noch viele Sachen einfallen. Falls mir was einfällt, was zufällig sein sollte, wo ich aber sage, da kann man einen Zaubertrick rausmachen, gebe ich dir den weiter. Geil. Ne? Es sind manchmal Sachen, wo ich habe zu Jackie letztes Mal gesagt, wir werden gezählt, wenn man die Treppe runtergeht, weil ich ein Piepen höre. Wie beim Flughafen. Das war aber unter der Tür, war ein so ein, irgendwie so ein, Leit, so ein Eisenstück. Ich habe es aber unten gehört. Ich habe gesagt, guck mal, mach mal die Tür auf und zu. Wir werden unten gezählt. Und wir haben beide daran geglaubt, bis wir unten gemerkt haben, dass der Geräusch kommt von oben. Ja, ist keine Zaubernummer, aber damit kann man schon mal anfangen, weil man einer Welt hatte. Sicher. Marc, super geil, dass du hier warst. Danke, es war ein Riesenspaß. Jederzeit wieder gerne. Ja. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.